choice, go fight against your fate. Okay, ich will das hier zu Ende bringen, also von daher. Ach, hier kann man die. Ah, mal schon herausfinden auf Screen. Machen wir noch ein bisschen weiter. Sicherheitszone verlassen. Ich werde einfach die Gegner ignorieren. Du, aus dem Weg. Aber man kann die Gegner einfach aus dem Weg gehen. ドリーム Ich spiele jetzt einfach so lange weiter, bis das hier zu Ende geht. Okay. Naja, ich bin der Mittelpunkt der Party. Was? Wer war das denn? Oh, die Dinger heilen uns, haben wir kaputt machen, nehme ich an, ja. Und da müssen wir hin. Wenn die Kämpfe ja mal aus dem Weg gehen, ne? Und ist hier runter, ne? Lass den Bau beginnen. Aus dem Weg. Was ist das denn? Ein Traumpuzzle. Ah, ja, ja. Drehen. Ja, ihr müsst mir nicht erklären, wie ein Puzzle funktioniert. Dafür brauche ich kein Tutorial. Hm, ist das richtig rum, so oder so? Hm. Ich muss ja nichts aktivieren, oder? So, wow. Sehen dicke Gegner aus. Ich glaube, das war ein Event da. Da muss ich hier wieder. Wo muss ich jetzt hier lang? Warte mal, bin ich da gerade vorbeigelaufen? Ist das ein Tyrannosaurus Rex? Ich glaube, ich muss das Ding aktivieren, ne? Komme ich da hin? Hier, ne? Null drehen. Ah. Also, was gab es auch in Yarilo? Yarilo 6. Geh mitten durch. So, warte mal, ja. Pinball, Flipper-Automat, meine ich. So. Nein. Also, nein. Mein Gott, wie viele sind denn hier noch? Ich sehe die gerade erst zum ersten Mal. Boom. Oh, 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 oh. Yay.
Wo ist das hier? Glühwürmchen. Die Hälfte. Gar nicht so viel Aufnahmen aufnehmen. Genau wie in Genshin. Oh. Guck, ich hebe ab. Okay. Ich glaube hier lang, ne? Meins. Okay. Warte mal hier noch. Ups, sorry. Ich will das nicht immer abbrechen. Mein Gott, ist das trippy. Familie war Ginga Kara Woken und Gesetzka, Kenchika, Gakshau Manete, Dream Maker, die ihr Team und Kesseste, Pinokoni, Nutzkushi, Yumeo, Zumideirno. Bist du obdachlos, Glühwürmchen? Bist du deswegen hier abgeschieden irgendwo? Sieht aus wie Hollywood bei Nacht oder so. Oder New York bei Nacht, meine ich. Der Perspektivenwechsel ist so cool. Mein Gott. Voll trippy, ey. Ah, geh aus dem Weg. Oh, das ist ein zum Farmen. Erfahrungspunkt oder so. Ja, Puzzeln schaffe ich schon, keine Sorge. Finde alle verstreute Puzzlestücke. Und sind jetzt hingegangen, was? Wie die Puzzlestücke auch noch. Alter, was bist du denn? Das ist ja genau so eine Maske wie Dr. Ratio. Kann ich das Puzzlestück haben? Vorher musst du einen Weg für den Traumwecker aufzumuntern. Stimmungszahnrad dieser Person ist weg. Zick-Tack. Wir können das eh nötig zu zahlen. Warte mal, davon habe ich doch einen, oder? What? Was mal hier hin? Mach ich dich hier im Platt anscheinend. Ja, ich liebe Gegner, die sofort angreifen, bevor ich irgendwie was machen kann. Vollgangriffe. Wenn die Gegner auf 50% runter sind, dann tut Hertha einen Vollgangriff machen. Wenn Gegner normal, wenn Charaktere normal angreifen, tut Kafka einen Vollgangriff machen. Topaz macht automatisch Vollgangriffe. Alle ihre Angriffe zählen als Vollgangriffe. Zack.
Boah. Und ins Gesicht. Okay. Ja, von dem habe ich das Puzzlestück bekommen. Was mit dich? Toller Ort für ein. Was? Wieso? Ich habe mich gelogen. Das ist nicht ein toller Ort für ein. Guck mal, die Landschaft ist nicht bezaubernd. Das ist beeindruckend. Da hast du viele tolle Ideen. Die Aussicht hier ist toll. Du kannst die goldene Stunde sehen. Aber kommen wir denn wieder weg? Wir klettern nicht wieder durch die Lüftungskanäle, oder? Ach das. Uff, was geht denn meinen Weg? Denk nicht zu viel darüber nach. Lesen wir erst einmal den Moment. Also ich dachte, ich soll von ihm jetzt hier irgendwie die Freude absorbieren und ihn depressiv machen, damit er jetzt hier Freude bekommen kann. Okay, hier. Hier erstmal etwas Freude. Alles klar. Ja, ich habe gesehen, wie ich es gemacht habe. Muss mir nicht noch mal erklären. Lass mal mein Team wieder wechseln. Ich will noch mal hier meine HP-Team hier aktivieren. Haben wir ja letztens nicht viel gesehen. Ich habe eine Menge Charaktere jetzt gemacht. Nein. Ich habe mit dem Steuerkreuz machen. Mein Controller ist nämlich im Eimer. Mein Stick jedenfalls. Okay, du musst mir nicht mal alles erklären. Ich kapiere das schon. So. Ja, verdammt. Der kriegt immer so schnell weg, ey. Wo soll ich denn das wissen? Okay. Warte mal. Macht ihr richtig? Ich glaube, hier ist richtig. Nun, wo muss ich überhaupt hin? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss hier. Nicht entlang. Da oben. Jetzt das Ding umändern. Nope. Jetzt wahrscheinlich da unten das Ding ändern, ne? Sag mal. Und wo ist das Ding jetzt zum die Perspektive geändert hat? Ah, guck mal. Die Realität ist, was ich daraus mache. Willkommen zu meiner Realität. Das ist ein neues Artefakt oder ein Relikt. Bei dem Spiel sind ja Relikte, nicht Artefakte. Na, verdammt, jetzt wird es Hindernis geben, verdammt. Genau da und da. Aber da sehe ich doch schon irgendwie einen Boss oder so. Ja, was soll's? Wieso stehen wir so nah an ihn? Der hat eine Kochmütze auf. Ich bin bereit. Die haben ja Getränke. So, erstmal alle hochwaffen.
Dann erstmal dich hier. Boom. Boom. War dich kaputt. Dann auf ihn drauf, ne, würde ich sagen. Aber da jetzt keine Heilung. So. Messen machen wir den hier noch. Zack, zack. Quetsch, boom. Oh, der nicht machen sollen. Dash. Jetzt kommt mein mächtiger Konter. So, jetzt geht sie in ihrem Modus über. Nein, er hat irgendwas gemacht. Stand da gerade? Ich habe es nicht gelesen. Beide Angriffe. So. Ja, wenn sie unter 50% HP geht, dann kann sie sich nochmal heilen. Aber dieser Tyrannosaurus, der wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden, ne? Er ist wahrscheinlich voll unübersichtlich, ne, für die, die das Spiel nicht kennen, was ich hier alles gerade mache, aber für mich nicht. Noch mal. Na, ihr Ding ist noch aktiv. Sieht man da unten. Jetzt im nächsten Zug ist er nicht mehr aktiv. Wenn da anfängt zu blinken am Boden, das Symbol da am Boden. So, die schauen wir mal hoch. Ich muss mich gerade heilen. Entschuldige, was? Aber ich habe keine Dings. Keine Skillpunkte. Boom. Machen wir den hier wieder. Und da brauchen wir Heilung. Nö. So, mal wieder buffen. So, mal wieder ein Schwert hier buffen. Der ist gebrochen. Hört sich Aktion, ich glaube, spinnen. Ja, du hast leider nicht mehr als 50% AB, aber du wirst einmal angegriffen. Du kannst kontern. Das. Ja, du hast wieder ein Skill. Boom. Zack. Das ist eine super Synergy mit denen, mit ihr und Blade. Zieht ihn ab, hier ab, wenn sie angreift. Er kann kontern, wenn er genug angegriffen wird. So, ist ja was zum Heilen gewesen. Ich weiß nicht. Na, no, der mal weiter rein. Ich kann irgendwie nicht rennen gerade. Robin? Die Sängerin? Lass mich diese Ballons für dich vernichten. Ja, wollte ich gerade sagen. Okay, Kopiergeschützer Song im Hintergrund. Muss ich ein bisschen drüber reden, weil sonst gibt es hier Probleme auf YouTube. Tut mir leid. Auch wenn das ein schöner Song ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Kopiergeschütz. Wir haben uns ja gerade im Ende. Ich glaube ja, ne? Ich
Ich weiß. Na, wer genau bist du dann? Also die Monster in diesem Spiel, die Legion und der Schwarm. Das ist ein super cooles Lied gerade im Hintergrund, aber ich muss da leider ein bisschen drüber reden, weil sonst gibt es Probleme. Oder ich muss halt stumm schalten. Ist auch ein bisschen nervig ist, aber wenn ihr seht, dass hier leicht kein Ton ist, dann wisst ihr Bescheid, ne? Was wünschst du dir? Ich weiß, wohin der Tierrad führt. Alzheimer. Na, das du, ne? Diese Musik. Wenn so eine Musik im Hintergrund läuft, dann ist ein trauriger Moment nicht lange weit entfernt, habe ich so das Gefühl. Wer bist du wirklich? Im nächsten Update bitte. Schon wieder einer dieser Vögel. Ich
向き合いたくない明日は永遠に訪れない。人々はなぜ眠ることを選んだのか。私はね、夢から覚めるのが怖いからだと思う。なんだか重苦しい雰囲気になっちゃったね。ごめんなさい、こんなはずじゃなかったんだけど。どうすれば空気を変えられるかな。そうだ、君は列車に友達がたくさんいるんだよね。こういう状況になった時っていつもどうしてるの？Würde uns mit Wasser aus der Sprühflasche besänftigen, mit deinen Tonterzen sich trockene Witze erzählen, würde Kaffee für uns kochen. Merz würde uns zwingen, ein Selfie mit dir zu machen. Pompom würde uns mit Wasser aus der Sprühflasche besänftigen. Dann hängen würde mit einem todernsten Gesicht trockene Witze erzählen. Gar nichts von dem anscheinend. Himiko würde Kaffee für uns kochen. Herr Young würde versuchen, das Thema zu wechseln. Ja, dann weiß ich auch nicht. Merz würde uns zwingen, ein Selfie mit dir zu machen. Oh, habe ich echt die letzte... Ich die richtige, ich dachte, keine von denen wäre richtig. Okay. Ja, warte, so im Blick reicht dir das Mädchen das Telefon. Du nimmst das Handy in die Hand, rufst die Kamera-App auf und schaltest mühelos auf die Frontkamera um. Dann steckst du den Arm aus und hältst jetzt das Telefon von dir weg, um sicherzustellen, dass ihr beide im Bild seid. Selfie. Habe ich mal einen Screenshot gemacht. Das war schön. Habt ihr alle Spaß? Sehr sogar. Aber irgendwas stimmt nicht. Es fühlt sich nicht real an und seltsam. Ich kann es nicht beschreiben. Schließlich sind wir in einem Traum. Ich habe bei der Auktion einen Mann gesehen, der einen Gips-Skulptur trug. Er hat überhaupt nichts getan und ist dann einfach gegangen. Sehr verdächtig. Ich habe auch eine unangenehme Entdeckung gemacht. Es ist kompliziert. Am besten, wir treffen uns persönlich. Ich auch. Es scheint, als wäre Zeit, uns in die Realität zurückzukehren. Treffen wir uns in mein Zimmer. Oh, das ist so eine coole Aussicht hier. Boom. Das ist so komisch. Noch vor einer Stunde habe ich irgendwie gegen Müll gekämpft und jetzt kommt so eine Szene. Boah. Das Lied habe ich jetzt bestimmt so für meinen, für den Player hier im Zug hier freigeschaltet, ne? Ja gut, dann gehen wir noch mal hier kurz weiter. Das klingt so sehr nach Ende des Kapitels, deswegen machen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Ja. Frage ich mich, ob es so wieder in die Realität zu gelangen. Was meinst du?
Ja, ist ein bisschen leer gerade. Okay. Ich bin mir sicher, die sind alle nur machen Pinkelpause, ne? Jetzt geht's hier ein bisschen. Und da steht Sampo. Was hat es hier? Was los? お会いしましたね。ああ、僕の忠告を気にもかけていないようだ。残念です。そんなにその少女に夢中なのですか？あなたは本当にあまりに周りが見えていない。 気をつけて。今ならはっきりわかる。君の友達には問題があるって。おや、この勇敢なお嬢さんはあなたを守りたいようですね。なぜでしょう。あなたたち、そんなに親密な関係でしたっけ？ふざけないで。あなたの性格。 Es wird langsam interessant. Wer von den beiden ist jetzt hier vor dich schnell? それでもあなたは集団に遅れをとっている。この状況になってもまだ気づいていないのですから、ファミリーが隠したこの美しい夢の裏に隠された秘密に、そして 氷雪の世界を救った開拓者。ああ、散歩のやつ、ヤリーロシックスの物語を一体どれだけ誇張した。ああ、いや、ist nicht echt。ま、彼の話を信じちゃった方が悪いか。本当に、本当に足毛ちゃんには失望したよ。Wer ist der? Alles klar. Was eine Nachricht erhalten. Eine Rückkehr in die Realität scheint überfällig zu sein. Treffen wir uns in mein Zimmer. Bin in ein paar Schwierigkeiten begegnet. Verdammt. Kann nicht gesendet werden. Verdammt. Oh Mann. Jetzt treffen wir sie endlich mal. Sparkle, hey. Ziffer bleibt auf den Tresen, erwacht zum Leben. Sein Nadel beginnt sich schnell zu drehen, als würde es dich jeden Augenblick in einen weit Vergangenheit liegenden Moment bringen wollen. Warum? Wie konnte es so weit kommen? Beruhige dich, jetzt bin ich der Einzige. Ich muss die Anweisung erfüllen, ich muss es schaffen. Aber wie mache ich das? Wie kann ich es zu Ende bringen? Kann dir niemand helfen? Oh. Trauerzahnrad. Ich habe ich das untersucht. Der Küchner, da. Oh. Na gut, dann gucken wir mal. Tick Tack. Oh Mann. Was? Wo? Ja. Was ist passiert? Oh,
奥室独特の感触があるから間違いないよ。でもここは私が知ってる美しい夢とは全然違う。幽閉、静寂、不安。この漂ってる文字が見えるでしょ。ファミリーが治めてるピノコニーならこんな場所あるはずがない。そうなるとこれは夢なの？No, in other words, this is trippy. 覚えてる？私たちが気を失う前、君の友達はこう言ってた。本当の無境って。Das ist die echte Traumlandschaft. 確信はないけどね。私もふと気づいたことだから。いずれにしても、ファミリーが無境の真実について何か隠してることは間違いないと思う。それに君も目が覚めた時に気づいたでしょ。そこら中から聞こえる時計の音、私の直感が言ってる。ここに隠された秘密はきっとあの謎の時計屋にも関係してるって。もしそれが時計屋の遺産を指してるなら、今ピノコニーの夢の中にいる全ての人に密接に関係してることになる。行こう。真実を見つけるためにも、ここから出るためにも、まずは動かないと。Alles klar. What? Kann ich einfach raus? Der Traum eines Kindes. Kann ich einfach raus? Ja. Kann ich sogar. So, wieder hier. Alles klar. Okay. Gut. Aber ich würde sagen, ich mache hier mal Feierabend. Einfach nur, weil es schon so ein bisschen lange jetzt hier geht, ne? Außerdem wollte ich halt jetzt nicht. Ich wollte ehrlich gesagt nicht so lange aufnehmen. Ich wollte eigentlich jetzt hier nur so ein bisschen noch. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier noch so lange dauert, ey. Aber ja, gut. Ich weiß nicht. Was zum. Seit wann ist die Karte so? Na gut, ja, der Plot scheint ja ein bisschen zuzuspitzen, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass sie böse ist. Ich weiß von dem Trailer, also gibt auf jeder Charakter hat irgendwie so einen eigenen Trailer, wenn er rauskommt, ne? Und für jeden Charakter gibt es dann einen speziellen Trailer und sie ist gerade der Charakter, der nein, nicht da. Ich wollte zu Pinakuni gehen. Na, ist doch richtig. Und ja, sie ist halt, weiß nicht. Keine Ahnung, sie ist halt irgendwie. Oh, den Trailer habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe so irgendwie Clips davon gesehen. Und was ich davon weiß, ist, sie ist ein sehr interessanter Charakter für mich. Okay, sie ist sehr, sie scheint sehr psychopathisch drauf zu sein. Ihr Design ist auch klasse, finde ich, so ganz nebenbei. Und ja, vor kurzer Zeit war hier die Kollegin auf der linken Seite noch in der Gacha, ne, so für 20 Tage oder so, oder 22 Tage. Und jetzt ist sie in der Gacha und ich will sie, um es ganz einfach auszudrücken. Und ich werde sie auch bekommen. Es besteht gar kein Zweifel, dass ich sie bekommen werde. Ganz ruhig, Fräulein. Und ich werde sie bekommen. Weil in Genshin und in Honkai Star Rail gibt es so eine Funktion, wenn man die Gacha spielt und 9-mal gespielt hat, dann bekommt man eine 5-Sterne-Einheit. Garantiert. So. Aber Problem ist, man kann jetzt entweder einen Charakter. Boah, ich muss hier weg. Die stört mir ein bisschen zu sehr. Ich tue hier vor die Gacha spielen. Muss ja immer ihren Ort aussuchen, ne? Und tun wir mal hier
Gucken wir mal Best Character nach vorne. Für Glück. Boom. Silberwolf. Ja, also ja. Wenn man 9-mal die Gacha spielt, dann bekommt man einen 5-Sterne-Charakter. Man bekommt aber nicht immer garantiert den Charakter, von dem man die Gacha spielt. Ich erkläre jetzt einfach nur für die Leute, die jetzt gar keine Ahnung haben, wie das funktioniert, ne? Es gibt einmal die die Standard-Gacha, das ist die, die man für ja so bestimmte Währung hier, diese Tickets da oben links, von denen ich 9 Stück habe, hier bekommt. Und dann gibt es einmal hier die spezielle Gacha, das ist sozusagen die Gacha für die Event-Charaktere, die mal hier limitiert auftauchen, ne? Und dann gibt es hier noch hier Waffen-Gachas, aber die spiele ich nie, spiele ich auch in Genshin nicht. Das sind sozusagen die Waffen, diese Dinger hier, diese Lichtdinger hier. Das sind die Waffen von den ganzen Charakteren, die geben die Werte und spezielle Fähigkeiten für die Charaktere. Und ja, die hole ich mir eigentlich nie, hole ich mir auch nie in Genshin, ne? So, wenn man 9-mal hier die Gacha spielt, dann kriegt man einen 5-Sterne-Charakter. Ein Problem ist, es besteht eine 50-prozentige Chance, dass man entweder den Event-Charakter bekommt, also in dem Fall sie, oder in dem Fall ihn, oder man bekommt einen von den Charakteren, die hier zur Verfügung stehen, was hier Bornia, Welt, Himeko und so sind, ne? Warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das, weil ich meine letzte Gacha, als ich da war, ein anderer Charakter zur Verfügung, und zwar sie war in der Gacha, ne? Und ich wollte sie haben, habe ein bisschen die Gacha gespielt, mehr als 9-mal, glaube ich, habe sie nicht bekommen, habe stattdessen, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, wen ich bekommen habe, ich glaube Gebhardt habe ich dafür bekommen, da einer 5-Sterne-Charakter. Also ich habe sozusagen meine Gacha verloren und habe dann nicht den Event-Charakter bekommen, ne? Was das bedeutet ist, und dann in den Gacha bedeutet das halt, wenn man einmal den Event-Charakter verliert, also wenn man einmal einen Charakter hiervon bekommt, aber wie soll ich das erklären? Also so wie ich das jetzt erklären will, ist, ne? Man spielt 9-mal die Gacha, dann kriegt man 5-Sterne-Charakter. Man kriegt entweder den Charakter, der hier auf dem Poster ist, oder einen Charakter hiervon. Wenn man einen Charakter hiervon bekommt, dann hat man die Gacha mehr oder weniger verloren, aber das nächste Mal, wenn man die Gacha spielt, dann bekommt man den Event-Charakter, der darauf abgebildet ist. Bei mindestens 9 Spielen. So, wie gesagt, ich habe die letzte Gacha verloren und habe dafür einen Charakter hiervon bekommen. Das heißt, die nächste Gacha werde ich hundertprozentig den Event-Charakter bekommen. Die letzte Gacha habe ich ein bisschen gespielt, so weiß ich nicht, so 3-4 Mal. Ne, habe ich gar nicht. Ne, ich habe für Rune May habe ich hier die Gacha ein bisschen gespielt. Noch danach, nachdem ich verloren hatte, so 3-mal, habe aber nichts bekommen. Und die letzte Gacha, welche die Kollegin auf der linken Seite habe ich gar nicht gespielt, weil ich halt nicht riskieren wollte, sie dann garantiert zu bekommen. Ich wollte sozusagen abwarten, bis sie rauskommt, und ich wusste, sie kommt danach raus, und warten, dass sie in der Gacha ist, weil dann habe ich eine hundertprozentige Chance, hier zu gewinnen. Und genau deswegen machen wir das jetzt, ne? So. Ich habe 25 Tickets und eine Menge Stellar Jade. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen. Ich werde sie heute bekommen. Das steht gar kein Zweifel. Selbst wenn das alles hier immer noch nicht reicht, aber ich glaube, das wird reichen, dann könnte ich immer noch hier andere Währungen hier umwandeln, die ich noch habe. Ne? Also ja, ich will mal hier kurz eine kleine Tradition hier reinpacken. Und zwar für die meine Genshin-Streams hin und wieder mal gucken. Die werden hin und wieder mal gehört haben, wie ich einen Glückskeks öffne. Hintergrundgeschichte davon ist, ich habe zu Neujahr mir ein paar Glückskekse geholt, so eine Packung mit Glückskeksen. Und ich habe, nachdem ich mit meinen Eltern angestoßen habe, einen gegessen. Und ja, den hat geöffnet, ne, nachdem wir angestoßen haben, ne, nachdem Neujahr passiert ist. Einfach, warum nicht, ne? Und so nebenbei, ne? Und da ich sonst nicht weiß, wofür ich diese Glückskekse benutzen soll, habe ich mir einfach gedacht, immer benutze die jedes Mal, wenn die Gacha spielst, ne? So als Glücksbringer, ne? Der Satz, den ich
beim ersten Mal bekommen habe. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle liegen. Ich weiß nicht, welche das jetzt noch mal war. Ab dem finde ich jetzt wahrscheinlich nicht wieder. Ne? Nee. Irgendwo so was hier. Da war irgendwie so was im. So ungefähr wie, wenn du etwas willst, musst du darauf zugehen. Ne? So, ich öffne jetzt mal einen Glückskeks. Ne? Knack. Oh, ASMR, ne? Ich hole den Zettel raus. Auf den Zettel steht. Hier sind vier verschiedene Sprachen. Die müssen wir die richtige Sprache finden. Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. What? Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Was soll das bedeuten? Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Wieso? Weil mir Leute dann irgendwie wütend auf mich sind und mich dann jagen. Deswegen brauche ich ein schnelles Pferd zum Flüchten. Ich verstehe das nicht. So. Glückskeks. Oh. Mm. Gib mir dein Glück. So. Ich muss das Glück noch immer absorbieren. Eine Sekunde. Mm. Ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht ungefähr scharf drauf, jeden Charakter in dem Spiel zu haben. Ne? Ich wollte gerade sagen, die Charaktere sind alle sortiert nach Release Date, aber ich glaube nicht. Sie war in der ersten Event Gacha, sie wollte ich zum Beispiel nicht haben. Ich glaube, danach kam er und danach kam Silberwolf. Und Silberwolf wollte ich unbedingt haben, deswegen habe ich mal so gespart. Und ich bin komplett free to play. Ich habe noch keinen Cent in dieses Spiel reingepackt. Ich glaube, ich habe bis jetzt jeden Charakter, den ich unbedingt haben wollte, auch bekommen. Sie wollte ich auch haben, Rune May, aber verloren. Und ja, da habe ich mir gedacht, weil ich weiß, sie kommt irgendwann raus, deswegen habe ich halt für sie gespart. Und jetzt, sie wollte ich jetzt nicht unbedingt, deswegen hatte ich jetzt kein Problem hier, sie zu skippen. Er war hier in der letzten Gacha auch dabei, wo sie vorkam. Aber ich wollte da kein Risiko eingehen, sie zu bekommen, weil ich halt für sie sparen wollte, deswegen habe ich halt mich zurückgehalten. Und ja, also ich habe bisher alle Charaktere, die ich haben wollte, und ich glaube, sie wird jetzt der nächste Charakter sein. Also los, gehen wir mal rein, ne? Ich habe genug Tickets. Ich wäre sogar nicht überrascht, wenn ich jetzt beim ersten Mal schon sie bekommen würde. Ich werde sie definitiv heute bekommen, es besteht absolut kein Zweifel. Aber ja, boom, 10 Tickets rein da. Jetzt seht ihr mal, wie die Gacha hier aussieht. So, das ist 4 Sterne. Das ist schon mal nicht. Jetzt haben wir eine spezielle Animation. So, und was wir in den Gacha immer kriegen, ist einfach nur hier ein Haufen. Jawohl. Sie will ich unbedingt haben. Also sie wollte ich. Also wenn man einen Charakter doppelt bekommt, dann werden deren Eidolons hier hochgelevelt. Das sind sozusagen passive Fähigkeiten. Und sie benutze ich. Sie ist auch einer meiner Lieblingscharaktere, deswegen bin ich froh, dass ich sie bekommen habe. Aber ja, das sind alles 3-Sterne-Waffen sozusagen. Die bringen mir absolut nichts. So. So, ich bin absolut froh, dass ich sie bekommen habe, weil Eidolar heißen die. Okay. Oh, nice. Weil sie benutze ich sogar. Die ist einer meiner Lieblingscharaktere. Das sind sozusagen passive Fähigkeiten. Wenn man ein wenn man einen Charakter doppelt bekommt, dann bekommt man sozusagen eine Kopie von denen und dann bekommt man spezielle Effekte halt für die Charaktere. Ne? Für einige 5-Sterne-Charaktere habe ich das. Also eigentlich nur für die Standard-Charaktere, die ich doppelt bekommen habe. Hier meine Heilerin hier habe ich einmal doppelt bekommen. Die ganzen Event-Charaktere habe ich keinen einzigen Eidolon. Aber ich habe viele 4-Sterne-Charaktere schon komplettiert hier. Hier ist Susheng. Und viele Charaktere, die ich leider nicht benutze, habe ich auch schon komplettiert. Serval. Sind immer so spezielle Sachen noch hier, die man hier freischalten kann. Und ja, ich weiß, die letzten auf den letzten Bildern sind die immer nackt. Ignoriert das ganz kurz, ne? Und ja, das gibt sozusagen den Charakteren jedes Mal eine spezielle Fähigkeit. Bei der 3. und der 5. werden immer deren Attacken hochgelevelt. Also hier diese Dinger, das sind die ganzen Attacken, das habe ich auch noch gar nicht gezeigt. Das ist sozusagen hier so ein
hier so ein Brett, womit man hier die Fähigkeiten der Charaktere hochleveln kann, wenn man Materialien und so hat, ne? Dann kann man hier irgendwie die Dinger hochleveln. Und ja, dann gibt es hier so Relikte, das ist eigentlich genau gleich wie Genshin. Es gibt immer so Zweier- und Vierer-Sets, die man sich ja bauen kann. Dann noch so ein zusätzliches Set hier, so ein zusätzlicher Rüstungsplatz mit so Dingen, die man in anderen Spielmodus bekommen kann. Und ja, die Idlers sind halt so, du bekommst einen Charakter doppelt, hier kriegst eine bessere Fähigkeit. Ist irgendeine leichte zu... Ja, beim Auslöschen eines Vollgangs durch das Talent besteht eine Grundchance von 100% den erlittenen Damage over Time des Ziels für 2 Runden, um 30% zu erhöhen. Also das sind immer nette Bonus, die man da bekommt, ne? Also von daher ist es immer gut, so viel wie möglich zu haben für die Charaktere, die man auch benutzt. Sie ist ein Charakter, den ich sehr gerne benutze, sehr oft benutze, von daher klasse. Am besten noch den letzten. Ich glaube, der letzte ist nicht schlecht. So, jetzt sind alle ihre Fähigkeiten voll maximiert. Richtig geil. Also ja, wenn wir sie nochmal bekommen, wird mich nicht stören. Aber ich bin hier für den Hauptgang. Und sie ist der Hauptgang. Ich bin kein hungriger Mensch. Aber für sie bin ich hungrig. Meiner. Ich habe noch genug Tickets. Selbst wenn die mir alle ausgehen, ich habe immer noch genug. So, man hört so ein bisschen an der Musik. Die Musik ist ein ganz kleines bisschen anders, wenn man einen 5-Sterne-Charakter bekommt. Und man erkennt das so ein bisschen. Ich weiß, an der Animation erkennt man dann auch ein bisschen. Alles klar, warum nicht? Okay. So, man erkennt irgendwie an der Animation, aber ich erkenne da irgendwie nie einen Unterschied. Ich höre das immer nur an der Musik. Die Musik hört sich so ein ganz kleines bisschen anders an und daher erkenne ich dann immer, ob ich einen 5-Sterne-Charakter bekommen oder nicht. Ein Herz. Sieht dann vermindert ein Gegner mit Hanyas Ultimate, wird Hanyas Aktion um 15% vorgezogen. Also das sind eigentlich alles nette passive Fähigkeiten. Für Charaktere, die man oft benutzt, ist das immer nicht schlecht. Aber ja, guck mal. So. Schöne Pracht. So, Mädchen. Ich weiß, du bist nicht die Liebste, aber du wirst mir gehören. Es besteht kein Zweifel daran. Es gibt keine. Komm. Na, ich glaube, das ist... Ne, ich erkenne das in der Animation nicht. Irgendwie soll das Ticket irgendwie schon Gold sein oder so, wenn es da durch die Gegend fliegt, aber ich erkenne das nicht. So, das ist eine Waffe mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob ich die schon ein paar Mal habe. Dann muss ich die mit aufrüsten. Nochmal ein Jahr. So, Susheng habe ich voll maximiert eigentlich. Für sie wäre eigentlich nicht schlecht. Ich weiß nur nicht, ob ich ihre Waffe auch schon maximiert habe. Das ist mehr oder weniger ihre Waffe. So, tun wir nochmal ihr Ding hochleveln, ne? Erhöht die Geschwindigkeit nach dem Einsatz der Fertigkeit für eine Runde um 20%. Also alles coole Effekte halt, ne? So, bei der Waffe bin ich mir jetzt nicht sicher. Das sind die ganzen Waffen hier übrigens, ne? Guck mal, wie viele Gold-Sachen ich hier schnapp. Im Vergleich zu Genshin Impact. Ich spiele Genshin Impact jetzt schon seit mehr als ein Jahr und ich habe 2 Goldwaffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Und einige, und die meisten davon kann man sich sogar kaufen, was auch wieder ein Vorteil von Honkai Star Rail ist, ne? Honkai Star Rail gibt einen sogar gratis 5-Sterne-Charaktere. Ne? Dr. Ratio hier, den Typen, den wir ja in den Cutscenes ein paar Mal gesehen haben, den hat man irgendwie so zum Jubiläum irgendwie so bekommen oder so. Ja. Gut. Oh, ich dachte jetzt, ich habe da falsch gemacht. Bündeln. Ich kenne die ganzen Begriffe nicht auf Deutsch. Also die Sachen hier habe ich, weiß nicht, diese hier habe ich durch diesen speziellen Modus, den es in dem Spiel noch gibt, freigeschaltet. Das auch. Gacha, da habe ich mir irgendwie so geholt durch so Sternstoff oder was auch immer ist. Was hier irgendwie so eine Währung ist, die du bekommst, wenn du irgendwie, weil nicht
genug Gacha gespielt hast. Ich habe 600 hiervon und ich könnte zur Not immer noch 30 von diesen Dingern holen. Nur mal so hier die Perspektive irgendwie zu öffnen, ne? Um zu zeigen hier, wie hoch meine Chancen sind, hier Sparkle zu bekommen. Und ich weiß nicht, wie viele Ziehungen ich noch habe, aber es wird definitiv reichen. Steht kein Zweifel. Und ich sage das jetzt nicht so mit falschem Selbstbewusstsein. Ich sage das als ein Fakt, ne? So, jetzt müsste ich hier runtergehen und ihn spielen und ihn bekommen. Nein, danke. Ich hätte gerne meine Yandere Waifu, glaube ich. Jetzt haben wir sie. Ja, da hat die Musik sich ein bisschen anders angehört. So. Und jetzt warten wir. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Sparkle. Siehst du, hab ich doch gesagt. Und noch machen, ja. Boom, alles klar. Ausgezeichnet. Das ist alles, was ich wollte. Das ist alles, was ich wusste, wird heute passieren. So, wir haben ja noch mal hochleveln. So. Einmal hier sie noch vorher. Jetzt wird der Skill hochgeladen. Naja, Standardangriff und Fertigkeitsstufe. Oder sieht das aus? Und dann haben wir sie. Boom. Da stehen wahrscheinlich einige Spoiler schon, wer sie ist, ne? Ein Mitglied der maskierten Narren, skrupellos und unberechenbar, eine gefährliche Theaterkünstlerin, die es liebt, in verschiedenen Rollen zu schlüpfen. Wenn ich sie vorher gehabt hätte, dann hätte ich das vielleicht mit Sampo voraussehen können, anscheinend. Eine Frau mit unzähligen Masken und der Fähigkeit, unendlich viele Charaktere zu verkörpern, Reichtum, Status, Macht. Nichts davon ist für Sparkle wichtig. Das Einzige, was ihr Interesse wecken kann, ist die Unterhaltung. Und ja, diese Sachen werde ich natürlich alle nicht kriegen, weil dafür müsste ich noch mal öfter spielen und so viel Geld habe ich nicht. Cool. Yay, ich mag sie. Ich habe nur ein paar Sachen von ihrem Trailer gesehen. Und ich wollte sie sowieso schon haben, weil ich ihr Design klasse finde, ne? Aber nachdem ich so ein paar Sachen von ihrem Trailer gesehen habe, ich habe den Trailer noch nicht ganz gesehen, aber nur so ein paar Sachen, so ein paar Ausschnitte davon gesehen. Und da habe ich mir erst recht gedacht, okay, ich muss sie haben. So, und sie ist jetzt halt Level 1, das heißt, wenn ich sie jetzt hier in meine Party reinpacken würde, ne, dann würde sie halt irgendwie nichts ausrichten können, weil sie halt Level 1 ist, ne? Ich muss sie erstmal hochleveln, ne? Boom. Deswegen wird es jetzt irgendwie noch nichts bringen. Yay! Okay, sie tritt Gegner. Alles klar. Keine Unterstützung, alles klar. Da habe ich noch gar nicht gesagt. Charaktere können außerhalb von Kämpfen so Fähigkeiten einsetzen. Irgendwie so Gegner angreifen oder irgendwie sowas, ne? So, ich habe genug Erfahrungspunkte und so angesammelt, weil ich wusste, ich würde sie bekommen und ich wusste, ich würde sie benutzen. Deswegen wird das nicht lange dauern, sie hochzuleveln. Und ja, jeder Charakter hat auch ein eigenes Handy übrigens, ne? Also sehr gut. Und wenn man Charaktere freischaltet, dann tun die auch irgendwann ja Nachrichten schicken, ne? Weil jeder Charakter ja hat irgendwie so ein Handy und die schreiben dann natürlich alle irgendwie ihre Nachrichten nach einer Zeit. Und ja, jeder Charakter, den man freischaltet, schickt einen irgendwann mal so Nachrichten, ne? So. Aber ich werde noch ein bisschen was von ihr sehen, deswegen gehen wir mal hier rein und zwar zum Probelauf. Da kann man die Charaktere nämlich einmal ausprobieren, damit man sieht hier, was die so drauf haben, ne? Die sind dann hochgelevelt und so und dann sieht man alles, ne? Und ich weiß, sie ist irgendwie dafür da, sie soll irgendwie, weiß nicht, Skillpunkte geben oder so, ne? Wenn Sparkle am Kampf teilnimmt, wird die maximale Anzahl der Fertigkeitspunkte erhöht. Stellt eine große Menge Fertigkeitspunkte wieder her, erhöht den kritischen Schaden und versorgt Schaden aller Verbündete. Also sie ist so ein Hilfscharakter. Ja, spielt sie. Okay. Boom. Aber er hat kaputt und dann gehen wir mal in so einen Testkampf rein, ne? Zeig mal. Ja, ins Gesicht. So, hier sieht man dann noch mal, was die Charaktere genau drauf haben. Fügt ein Gegner geringen Quantumschaden zu.
Schlafschimmer erhöht die kritische Schaden eines Verbündeten und zieht seine Aktion vor. Ein Leben in 1000 Rollen stellt Fertigkeitspunkte wieder her und erhöht zusätzlich die Schadenserhöhung von Sparkles Talent. Narrative Intrigen, Talent, das sind sozusagen die passiven Fähigkeiten von ihrem Charakter, ne? Fertigkeiten sind diese Fähigkeiten, die man einsetzt. Ultimates sind, ja, Ultimates. Oben sind die normalen Angriffe. Talente sind sozusagen die automatischen passiven Fähigkeiten von ihrem Charakter, ne? Erhöht die maximale Anzahl der Fertigkeitspunkte. Wenn ein Verbündeter Fertigkeitspunkte verbraucht, wird der verursachte Schaden aller Verbündete erhöht. Das kann ich mir sehr gut vorstellen mit der anderen Kollegin, die ich gerade bekommen habe. Hier, die Gacha-Spielerin. So, Technik. Technik ist das, was ich außerhalb des Kampfes eingesetzt habe gerade. Nach dem Einsatz der Technik erhalten alle Verbündete den Status Irreführung, der sie für Gegner unsichtbar macht. Stellt beim Kampfeintritt mit Irreführung Fertigkeitspunkte wieder her. Oh. Also außerhalb des Kampfes. Okay, klasse. So, dann gucken wir mal. So, sie ist eine Bufferin. Sie haben auch noch nicht gesehen, ne? Wen buffe ich denn hier hoch? Am besten wäre ja eigentlich sie, ne? Aber wir haben 6 Skillpunkte jetzt. Oh, nice. Vielleicht doch mal ein bisschen langsamer, weil ich die Animation alle sehen will. Und sie ist halt ein Charakter, sie verbraucht halt viele Skillpunkte mit ihrer Fähigkeit, ne? Das heißt, man ballert hier Skillpunkte wie blöd hoch, dann. Und ich nehme an, Sparkle tut dann von jedem Charakter hier die Angriffskraft erhöhen, ne? Da kritische Trefferrate um 10%, kritischer Schaden um 28% erhöht. Das heißt, sie wäre eigentlich perfekt hier für Sparkle im gleichen Team. Nice. Es gibt auch einige YouTuber, die tun immer wieder hier Guides und so herstellen von jedem Charakter und Informationen irgendwie so sagen, so. Aber die finde ich ein bisschen sinnlos. Wie sieht der normale Angriff aus? Ja. Einfach ein Tritt ins Gesicht. So, ihre Ultimate ist schon bereit, aber ich will mir ihn noch aufsparen. Aber solche Videos finde ich irgendwie voll dämlich. Wisst ihr, was jedes von diesen Videos ist? So, ah, dieser Charakter ist der most broken Charakter überhaupt. Dieser Charakter ist sowas von broken. Das sagt, ich kenne irgendwie YouTuber, die machen Videos über jeden neuen Charakter und dann ist dann wortwörtlich jedes Mal die gleiche Nachricht, ne? Oh, dieser Charakter ist broken. Oh, dieser Charakter ist broken. Dieser Charakter, ihr müsst unbedingt diesen Charakter ziehen, weil dieser Charakter ist voll überpowered. Und ich stehe da immer nur so und denke mir so, ja, okay, wir verstehen es. Wir müssen für jeden Charakter ziehen. Wir haben schon verstanden. So, ich habe vergessen, was ihr Talent nochmal macht. Kritische Schadenerhöhung. Boah. Dann bufft sie immer weiter hoch, ne? Bufft sie weiter immer hoch. Sie macht dann immer mehr Schaden, ne? So, dann zeig mal ihr Ultimate. Ach ja, sie bufft auch ihre andere Charaktere hoch. Oh, ich mag sie. Die ist so böse und verstohlen irgendwie. Was machen wir den platt? Sag mal, ihr Ultimate. Zeit für die Pille. Bonk. So. Also sie ist die einzige Angreiferin. Alle anderen sind Buffer und Heiler. Das heißt, wir müssen sie hier hochballern, ne? Oh ja. Boom. So, 45.000. Sie kann immer mehr Dinger. Immer mehr. Dann Eintritt ins Gesicht. Na, ja, okay. Ausgezeichnet, alles klar. Gut, ich muss mir mal ihren Trailer ansehen. Wie gesagt, ich habe nur Clips gesehen. Irgendwie ein so ein Clip war irgendwie, sie hat sich irgendwie selber in den Kopf geschossen irgendwie. Das ist ziemlich krasses Zeug, habe ich da gesehen. Also da war richtig krass. Deswegen freue ich mich schon. Ja.
Ja, was schaffst du denn so? Ich weiß nicht, als die Gegner einfach tritt. Mit ihren Sandalen hier. Man sieht sie nicht direkt ihre Sandalen aus und klatscht jemanden so ins Gesicht damit. Okay, cool. Ich habe neuen Charakter. Ich habe ein bisschen was von Honkai Star Rail gezeigt. Ich mache die Story noch. Was ist da unten dieser Mund? Ich muss meinen Controller echt mal fixen, ne? Keine Ahnung. Ich wollte halt mal so ein bisschen von Honkai Star Rail zeigen, ne? Ich werde wahrscheinlich nur so weiterspielen, bis diese Story. Ja, beep dich selber. Bis dieser Story-Punkt hier irgendwie zu Ende ist, ne? Aber. Also, bis wir hier die Story abgeschlossen haben, so ein bisschen, ne? Okay, warum ist das so komisch? Und ja, gut. Aber das wird jetzt nicht hier irgendwie so ein Projekt, was ich jetzt hier jede Woche oder so zeige. Ich werde jetzt vielleicht mal eine Woche hier die ganzen Parts raushauen, ne? Und dann haben wir es mal, ne? Und dann, wenn ich dann irgendwann mal weitermache, was jetzt ein bisschen dauern könnte, ich will erstmal sie hochleveln. Ich will sie das nächste Mal hochgelevelt haben, bis wir hier. Bis wir hier. Ich kann nicht stillstehen mit diesem Controller. Bis wir hier die Story weitermachen, ne? Was ist eine Idle Animation? Habe ich schon versucht, irgendwie offscreen irgendwie zu sehen, aber irgendwie hat sie nie gemacht. Also wie in der Datenbank halt. Alles klar. Das ist so ein Ding, was auch hier. Boah, wie hieß der nochmal, dieser kleine Junge hier, Janice von Tales of Symphonia. Er hatte auch so ein Ding, das war dem seine Waffe. Aber benutzt sie das nicht als Waffe? Sie erinnert mich ein bisschen hier an hier, wie heißt die nochmal? Kurumi aus Data Life. Die ist irgendwie auch so ein bisschen drauf, so was ich von Trailer gesehen habe. Auch so ein bisschen psychopathisch angelegt. Also gut, ja. Also sie war jetzt irgendwie der einzige Charakter, der mich jetzt noch interessiert. Die ganzen anderen Charaktere, die wir jetzt alle hier gesehen haben, interessieren mich jetzt nicht so, wenn ich ganz ehrlich bin. Sie war so das einzige Hauptaugenmerk. So, machst du noch irgendeine Idle Animation? Irgendeine? Irgendwas? Nein, okay. Wenn ich im Menü gehe, dann machen die halt immer alle paar Sekunden. Ja. Wenn ich im Menü gehe, dann machen die alle paar Sekunden immer ihre Idle Animations. Aber wenn ich das immer will, dann machen die halt nicht. Genau wie in Genshin, ne? So. Nichts. Nichts. Ja, die haben wir schon gesehen. Jeder Charakter hat zwei. Jeder Charakter hat zwei. Ich will eine zweite sehen. Was auch immer das sein wird. Du sollst eine Maske aufsetzen? Ich weiß es nicht. Das haben sie auch irgendwie vor kurzem eingeführt, dass die Charaktere irgendwie einen anschauen. Wenn man die Charakter, wenn man die Kamera wechselt, dreht. Ist noch ein bisschen creepy. Naja, okay. Sie macht anscheinend nichts. Alles klar. Ja. Sie setzt ihre Maske auf. Hab schon gedacht. What? Ich glaube, sie hat gesagt, ich habe dich gerade erschreckt oder so, ne? Okay, cool. Ja gut, wir machen dann irgendwann mal weiter. Wahrscheinlich jetzt nicht, obwohl in der Zeit, in der ich die Parts alle hochgeladen habe, habe ich vielleicht schon wieder hier fertig gemacht, ne? Aber ja, wie weit ich jetzt hier die Story alles zeigen werde, weiß ich nicht. Aber hin und wieder, wenn ich mal irgendwie Bock drauf habe, kann ich das ja mal machen, ne? So samstags und sonntags ist halt immer so Leerlauf mit den Parts. Und ja. Ich weiß nicht, wann ich das hier alles hochladen werde, ne? Aber irgendwann wird das schon hochgeladen und dann sehen wir weiter, ne? Aber jetzt würde ich erstmal sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Wir sehen uns. Wo auch immer wir uns wiedersehen. Ciao.